Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Erzgebirge Live. Heute bin ich beim Eldus Resort in Oberwiesenthal und hier begleite ich heute die Julia bei ihrer Ausbildung zur Hotelfachfrau. Schönen guten Morgen, Julia. 8 Stunden habe ich wie bekanntlich wieder Zeit, um so viel wie möglich über den Ausbildungsberuf herauszufinden. Die starten exakt in dieser Sekunde und deswegen würde ich sagen, gehen wir rein, oder? Ja. Los geht's. Julia, die Gäste, die haben wir jetzt mittlerweile eingecheckt. Ne? Du hast die jetzt zur Massage gebracht und bist ja jetzt im Ruhebereich. Ne? Bereitest den dann gleich noch für die Gäste vor. Was machst du denn dann als nächstes noch? Ich schaue jetzt, dass alles ordentlich ist und dass es gut aussieht. Und dann werde ich mal runter in die Vitalbar schauen, mich ein bisschen um die Gäste kümmern, damit es denen auch gut geht. Perfekt. Also ich merke schon, deine Ausbildung umfasst echt ein krasses Aufgabenspektrum, oder? Genau, man hat jeden Tag Abwechslung, es wird nie langweilig. Also das ist echt cool. So muss es sein. Sehr schön. Ich würde sagen, wir schauen ihr einfach noch ein bisschen zu. Mich ja noch interessieren würde, wie ist deine Ausbildung eigentlich so aufgebaut? Also ich bin immer in verschiedenen Abteilungen für mehrere Wochen, Monate, um da halt reinzuschauen, um mich reinzufinden und dann vielleicht auch festlegen zu können, worauf ich mich später spezialisieren will. Okay. Kannst du dir das später selber aussuchen, in welche Richtung du gehen willst oder wie ist das? Ja, also als Hotelfachfrau machst du ja sowieso alle Abteilungen und dann kannst du dich später halt entscheiden, welche Abteilung dir am besten gefallen hat und auf welche du dich spezialisieren möchtest. Julia, sorry, ich weiß, du hast gerade eine Menge zu tun, aber ich muss dir jetzt noch eine Frage stellen. Mich würde nämlich echt interessieren, warum du jetzt gerade hier beim Eldus Resort deine Ausbildung angefangen hast. Ja, das Eldus Resort ist ja ein Familienbetrieb und dieses Familiäre zieht sich eben überall durch. Also zum Team zwischen den Auszubildenden und den Ausbildern. Und als Azubi hast du eben viele Vorteile. Also du fährst auf Ausflüge mit den anderen Azubis, um sich kennenzulernen und hast zum Beispiel eine Azubi-Wohnung, die dir freigestellt wird. Also da hat man ziemlich viele Vorteile. Julia, dein Arbeitstag ist ja jetzt rum, ne? Ist auf jeden Fall sehr schön, dass du mir heute mal gezeigt hast, was deine Ausbildung so umfasst. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall einen schönen Feierabend. Danke, ne? Ciao. Mach's gut, tschüss.
Und für euch jetzt, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und teilt es mit euren Freunden. Und um keine weiteren Videos von uns zu verpassen, folgt uns auf jeden Fall bei Facebook, bei YouTube, bei Instagram. Sind wir überall unter erzlive erreichbar und auf unserer Homepage erzlive.de. Da gibt es noch viele weitere Informationen, unter anderem auch zu diesem Ausbildungsberuf. Also lest euch da und klickt euch da auf jeden Fall mal rein. Ansonsten, weitere Infos zum Thema Ausbildung gibt es auch noch auf dem Portal der Agentur für Arbeit, und zwar unter dasbringtmichweiter.de, hier unten jetzt auch wunderschön eingeblendet, oder macht dort einfach mal ein Gespräch beim Berufsberater aus. Das ist auf jeden Fall auch cool. Ansonsten bedanke ich mich jetzt natürlich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, euer Patrick. Ciao!